Hi, FLW-Team. Ich bin Christopher Strauch vom SV Blau-Weiß-Meerskirchen. Schwer zu sagen, ich hatte am Anfang oder vor meiner Saison hier hatte ich schon ein paar Spiele geschaut, ohne mit dem Hintergedanken hierher zu kommen, und habe die Qualität der Mannschaft schon gesehen und habe es denen auf jeden Fall zugetraut, ja. Naja, wie schon gesagt, ich kenne viele Jungs oder ich komme ja von hier, die ganzen Jungs haben mich gekannt, da ging das relativ zügig, die Eingewöhnungszeit hier. Da das Training ja, sag ich mal, immer noch hier in Mengelskirchen stattfindet und nicht im Raum Frankfurt oder Wiesbaden oder im Raum Hadamar und ich praktisch eigentlich nur den Berg hier runterfahren muss, ist das noch relativ angenehm. Und ich freue mich schon darauf, auf nächste Saison die Jungs da tatkräftig zu unterstützen. Wie wir schon am Anfang gesprochen haben, ist natürlich die Hessenliga ist so das Sprungbrett für den Profibereich der Regionalliga, schon zu 60-70% Profitum herrscht. Und da merkt man schon die Unterschiede, was Tempo betrifft im Spiel nach vorne das Tempo, das Zweikampfverhalten, die Robustheit im Spiel. Das sind so die wenigsten oder die viel größten Eckpunkte, die, sag ich mal, den Unterschied zur Hessenliga oder Kreisoberliga machen. Aber wir sind jetzt nächste Saison der Gruppenliga und da schauen wir mal, wie es da wird. Das weiß ich gar nicht. In Hadamar hatte ich, glaube ich, mal 34 oder 36 Gegentore in einer Saison. Da haben wir auch relativ weit oben mitgespielt, was wir eigentlich die ganzen Jahre immer gemacht haben. Ich hatte mir doch weniger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, an den meisten Gegentoren bin ich nicht ganz dran schuld. Da gibt es ja noch ein paar andere Jungs, die da einen Faktor mitspielen. Aber ich hoffe, das können wir nächste Saison ausbessern. Ich will ihnen jetzt noch mal das Ding verzeihen. Die haben mich jetzt kennengelernt, wie ich so bin. Und ich hoffe, die Quote halten wir nächste Saison. Dann wäre ich zufrieden. Ja, das mache ich abhängig von meinem Körper. Und was meine Frau und mein Kind dazu sagt. Vielleicht auch, was mein Geschäft dazu sagt. Aber für meinen Heimatverein stehe ich dann gerne noch mal parat und helfe dir gerne noch mal aus. Und nächste Saison lasse ich dir auf jeden Fall nicht im Stich. Dann vielen Dank für deine Zeit und viel Glück nächste Saison. Ich danke dir.